Wir befinden uns in der Nähe von Belgrad, Serbien. Und das ist der Heimatort der Vahali Schiffswerft. Die Bauwerft, die für unser neues Schiff, die Excellence Countess, ein Casco baut. Und wir sind sehr gespannt, wie das morgen vorangeht. Aber so unsere Eindrücke, die wir jetzt heute mal kurz haben dürfen, erleben auf der Werft, stimmen uns sehr positiv. Als Erstes wird ein allgemeines Plan gemacht für so ein Schiff. Wenn der Werft Auftrag hat, brennen sie alles Stahl. Und dann wird der Kiel gelegt, nennt man das, an die erste Platte. Und so baut man Sektion für Sektion baut man auf. Und am Ende hat man ein ganzes Schiff. Also wir haben im Januar die Möglichkeit gesehen, ein Schwesterschiff von der Excellence Princess zu bauen. Aber wir wollten modifizieren, um auch wirklich die Kundenfeedbacks, die zu uns kommen, dass wir die einfließen lassen. Nachher ist das Schiff gebaut worden, also die Verträge sind unterzeichnet worden, um den Bau voranzutreiben. Und dann hat das gerade angefangen im März. April, die ersten Stahlschnitte haben stattgefunden und heute sind wir da. Anfang Oktober. Das ganze Konstrukt ist zusammengekommen. Nachher wird das Schiff umgezogen nach Holland, wo dann der Fertigausbau stattfindet. Und dann, wenn alles gut und nach Plan läuft, werden wir am 24. Mai 2019 in Basel die Taufe von der Excellence Countess feiern. Mein Name ist Markus Urban, ich bin Historiker aus Nürnberg. Jetzt stehen wir an der Schleuse Leerstetten und die Excellence Countess wird gerade vom Schlepper in die Schleuse gebracht. Das ist eine der großen Schleusen, 25 Meter. Die Ampel zeigt grün, das heißt der Schleusenmeister hat die Einfahrt genehmigt. Theoretisch kann ein Schiff heute vom Schwarzen Meer bis zur Nordsee fahren. Das war natürlich früher durch den Ozean auch schon möglich, aber erst seitdem die künstliche Wasserstraße die Donau und den Main miteinander verbindet, können die Schiffe hier vorbeikommen. Es ist also möglich, von Konstanza in Rumänien über Belgrad in Serbien und Wien bis an den Rhein zu fahren und dann entweder nach Basel in die Schweiz oder nach Amsterdam. Das sind die Endpunkte, die normalerweise angefahren werden. Die Excellence Countess fährt jetzt aus der Schleuse Leerstetten. Es ist jetzt 25 Meter weiter abgestiegen. Und das Schiff macht sich jetzt weiter auf seine Reise in Richtung Rhein. Wir sind jetzt in Holland, in der Werft. Das ist die Endphase von der Bau von der Excellence Countess. In ein paar Tagen geht das Schiff los nach Basel für die Taufe. Wir sind leider im Moment in einem Zeitstress wegen dem Niedrigwasser, das wir letzten Sommer hatten. Und wir haben fast anderthalb Monate Verspätung gehabt. Und jetzt, die arbeiten auf dem Schiff Tag und Nacht. Wir sind immer noch am Bauen und trotz, dass in zwei Tagen das Schiff muss fertig sein. I think that's about it for now, Kevin. Yeah. Something. See it, just tell me your bad rig and then we discuss. Okay. Yes? Lovely. Thank you, Gary. I'll see you later. Yeah, bye. Was wir mit unseren Subcontractors gemacht haben,
ist nicht normal. Wenn man in 18 Wochen so ein Schiff abbaut, muss man richtig was machen. Und da ist ganz viel Stress dabei gekommen und viele Leute, die haben, sind nicht viel zu Hause gewesen. Aber man macht die Wahl, wenn man einen ganz guten Kunden hat, die Timco am ersten Mal die Chance gegeben hat, um so ein Schiff zu bauen. Alles, was wir zusammen mitgemacht haben, haben wir gesagt, okay, wir gehen dafür und wir versuchen das zu machen. Haben wir auch gesagt, wir versuchen das. Er kann nicht 100%ig zusagen, dass das läuft. Aber wie das nun aussieht, gelingt das. Aber wir machen das kein zweites Mal.